Und ich habe auch viele, die sagen, ja, ich habe das doch begriffen, ich habe es begriffen, und dann sagen wir wieder, du hast es begriffen, aber nicht verstanden. Das ist ungefähr so, du hast dich jetzt 10 Jahre mit Holofeeling auseinandergesetzt und dir erscheint alles, was ich sage, logisch. Das ist ungefähr so, du bist im Internet und du findest ein neues kostenloses Programm mit ganz hammermäßig vielen Möglichkeiten und du lädst dir das natürlich sofort runter. Das ist jetzt der Zustand, du hast es schon drauf, es erscheint dir schon logisch. Du wirst aber feststellen, das ist begriffen. Du hast danach gegriffen, hast es geholt, aber du hast es nicht verstanden, weil du in der Selbstbeobachtung feststellst, dass du in deinem Alltagsbewusstsein noch voll mit dieser alten Logik, wo du dein jetziges Leben gelaufen bist. Dieses Programm läuft immer noch in dir. Du hast das Neue schon, was, es ist ja logisch, ich habe es begriffen, du hast es noch nicht installiert. Weil wenn das installiert ist, dann hast du das auf dem Bildschirm. Ja, macht Sinn, absolut. Ja, Geduld ist die größte Ja, toll. Tugend. Groß, Wachstum, Aufzug, groß werden. Ja. Das passiert von alleine. Was kann das kleine Pflänzchen dazu tun, dass es irgendwann einmal der große Kastanienbaum wird? Gar nichts, warten. Warten, genau. Ganz genau. Und neugierig sein auf sich selber. Genau. Ich sage immer wieder, alle Sichtweisen, halt alles für möglich, die Perspektiven. Jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ist der beste Gedanke, den es überhaupt gibt. Ja. Das erfordert eine Demut, ein Gott. Glauben im träumenden Geist, wenn ich jetzt sage, ich bin ein träumender Geist, der Traum ist meine Welt. Jeder Moment, den ich erfahre, ist der beste, den es gibt. Der soll mir was sagen, sonst wäre er nicht da. Genau, ja. Und erst in der Selbstbeobachtung meines blauen Ich, des Wertesystems, da muss ich eins drüber sein, stelle ich das da mal fest, wie reagiere ich auf diesen Moment, der auftaucht. Und ich sage immer wieder, das, was du als Welt um dich herum, als Momente, die du siehst, erlebst, ist vollkommen sekundär. Ja. Was der Schwerpunkt verlagert sich, dass dich immer mehr interessiert, wie reagiere ich auf den Moment. Und wenn du extrem negativ auf den Moment reagierst, genau deshalb ist dieser Moment aufgetaucht, dass du diesen einseitig negative Wertung deines Programms anschauen kannst. Genau. Dazu musst du aber eins drüber sein. Damit Drum lasse ich dir das auftauchen. ich ihn heilen kann, genau. Ja. Dass ich immer wieder sage, du hast hier und jetzt zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Ja, Und genau. ich werde dir zeigen, welche Sachen ich dir noch einspiele, wo das fehlerhafte Programm negativ reagiert und sich darüber aufregt. Genau. Und in dem Moment, wo du die Sinnlosigkeit erkennst, dass die Figuren in deinem Traum immer nur diese Schuldzuweisungen, ich kann immer nur den Satz sagen, ich kann dir genau sagen, wer oder was dran schuld ist, wenn es mir psychisch oder physisch schlecht geht. Dieses Ich. Und wenn ich es nicht weiß, muss mir irgendeiner das erklären, ein Arzt oder was. Ja. Hat einen blinden Fleck, nämlich sich selbst, dass es vielleicht selbst dran schuld sein könnte. Genau. Und jetzt bleiben wir bei dem Film, Redo. Es ist definitiv, wenn du die Tierchen beobachtest, die sich über was aufregen, denen ist nicht bewusst, dass die Erscheinungen als Ding an sich, wenn ihnen das gleichgültig wäre, sie überhaupt nicht traktieren würde. Das, was Schmerzen bereitet, ist diese zwanghafte Reaktion des Nicht-Einverstanden-Seins. Genau. Und das ist das, was sie verändern können mit Liebe. Genau, ja. Wo ich immer, du warst mein Beispiel, du fährst rückwärts mit dem Auto und ein Kratzer drinnen. Das, was dir weh tut, ist doch nicht dieser Kratzer, sondern weil dir das nicht passt, dass in dem Auto ein Kratzer auftaucht. Genau. Weil du das nicht haben willst, weil du dich aufregst und was kostet das jetzt wieder Geld und muss das jetzt passieren? Dieses Denken, dieses Interpretieren erzeugt dich in dir Leid. Ja. Jetzt musst du immer wieder wissen, Leiden tut niemals ein Gedanke von dir, sondern nur der unbewusste Geist, der sich mit einem Gedanken von sich verwechselt. Genau, ja. Oder irgendwie interpretiert. Ja, genau. Keine Figur, die du in einem Kino siehst, oder keine Romanfigur muss leiden. Ja. Das geht bis in den körperlichen Bereich runter, wenn du jetzt sagst, mit dem Körper, wo ich sage, ich garantiere dir, deine Zähne haben keine Schmerzen, dein Knie, dein Kreuz hat keine Schmerzen. Du hast die Schmerzen. Genau, ja. Wieso hast du die Schmerzen? Die hast du nur dann in dem Moment, wo du sagst, ich bin dieser Körper. Dann, es ist mein Zorn, ich bin dieser Zorn, dann ist das, was du dir denkst, was da ist, sind deine Schmerzen. Sobald du jetzt aber dir einen anderen Körper denkst mit Zahnschmerzen, hast du Empathie, Ja, genau. aber den Schmerz selber nicht, weil das ist ja ein anderer. Genau, ganz genau. Das ist ganz entscheidend, ja. Ciao!